Sehr geehrte Damen und Herren, liebe BesucherInnen, wir sind Studierende des Masterstädtebau NRW und begrüßen Sie zu unserer Ausstellung Die Kölner Ringe – 7 Kilometer neu gedacht. Der Studiengang Masterstädtebau NRW wird in Kooperation mit den Hochschulen Bochum, Detmold, Dortmund, Köln und Siegen durchgeführt und ist an der TH Köln angesiedelt. Wir haben hier im Rahmen des Wahlpflichtfachs die Ausstellung zu den Kölner Ringen konzipiert und aufbereitet, die sich auf unsere Semesterarbeit im Modul Öffentlicher Raum bezieht. Betreut wurde das Modul von der Professorin Jasmin Utgu. Wir möchten Sie nun auf eine räumliche und zeitliche Reise mitnehmen, entlang der Kölner Ringe. Begonnen hat unsere Arbeit mit verschiedenen Analysen. Wir haben gemeinsam und auch für die individuellen Abschnitte vertieft einen genauen Blick auf Themen geworfen wie Freiraum, Nutzung, Gebäudehöhen, Raumweiten und Atmosphären. Aus den Erkenntnissen der Analysen wurden Leitplanken für die Konzeptentwicklung definiert. Diese galten für alle Gruppen als Entwicklungsprämissen und waren in die Entwürfe zu integrieren. Das Herzstück der Ausstellung ist die 6x8 Meter große Bodenplane mit unserem Gesamtkonzept für die Kölner Ringe. Hier wurden die einzelnen Abschnitte zusammengeführt. Die Abbildungen an den Stellwänden vertiefen und erläutern die Aussagen für die unterschiedlichen Abschnitte und vermitteln einen räumlichen Eindruck der vielfältigen konzeptionellen Ansätze. Am Beispiel des Barbarossa-Platzes wird nun einmal exemplarisch die Vorgehensweise erläutert. Dieser Abschnitt erstreckt sich vom Kreuzungspunkt Saliering am Weidenbach am Duffesbach bis etwa 50 Meter nördlich der Kreuzung Hohenstaufenring, Weiherstraße, Kiffhäuserstraße. Auch hier wurden bei einer vertiefenden Analyse die übergeordneten Themen Infrastruktur, Freiraum, Hitze, öffentlicher Raum und gesondert die Abendnutzung betrachtet. Daraus haben sich einige Erkenntnisse ergeben. Allen voran zeigt sich, dass durch die doppelte Kreuzungssituation eine Vielzahl an zerschnittenen Räumen entstehen. Die Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt für Bus und Bahn wird dadurch besonders hervorgehoben. Die unübersichtliche Situation führt zu hohen Unfallzahlen. Die geringe Aufenthaltsqualität, schlechte klimagerechte Ausstattung und der Sanierungsstau in den Bestandsgebäuden sind ebenfalls Themen, die angegangen werden müssen, um diesen Ort zukunftsfähig zu machen. Wie sich die daraus resultierenden städtebaulichen Ansätze definieren, wird jetzt einmal genauer erläutert. Wir schlagen eine Reduzierung und Bündelung des motorisierten Individualverkehrs vor, um zusammenhängende und urbane Räume zu schaffen. Der MIV wird hier über den südlichen Kreuzungspunkt des Barbarossa-Platzes abgewickelt. Darüber hinaus wird der komplette Autoverkehr auf dem stadtauswärts gelegenen Fahrstreifen gebündelt. Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, über den Ring auf die Rhonstraße zu kommen. Als nächster Schritt wird zwischen der Haltestelle Eifelstraße und dem Barbarossa-Platz die Ringbahn in den Untergrund geführt. Am Barbarossa-Platz entstehen dafür mehrere Zu- und Abgänge zu der Haltestelle. Die Linie 18 verläuft weiterhin oberirdisch. Der stadteinwärts gelegene Fahrstreifen wird zu einer räumlich vom MIV getrennten Fahrradstraße umgenutzt. Auf dem Barbarossa-Platz und entlang der Ringe entstehen durch die geschaffene Fläche mehr Möglichkeit zur Entsiegelung und zur Umsetzung von Maßnahmen zur klimagerechten Anpassung. Die Arrondierung des öffentlichen Raums durch die qualitätvolle Bebauung schafft einen Mehrwert und Aufenthaltsqualität am neuen Barbarossa-Platz. Die vorangestellten Bausteine werden im Lageplan durch weitere Elemente ergänzt. Beispielsweise bietet ein modernes Fahrradparkhaus die Möglichkeit, den öffentlichen Raum von der zunehmenden Fahrradflut der letzten Jahre zu entlasten. Gleichzeitig dient das Gebäude als Zugang zur neuen unterirdischen Stadtbahnhaltestelle. Der Platzbereich wird durch Grün- und Wasserflächen ergänzt, die nach dem Baukastenprinzip jeweils als Mulde, als gerade Fläche oder als Hügel den Raum eine dritte Dimension geben. Die neue Bebauung soll in ihren Erdgeschossbereichen im und vor dem Gebäude mit dem öffentlichen Raum korrespondieren. Dazu kann sowohl eine Außengastronomie dienen, wie auch vertikales Grün entlang der Fassaden. Abschließend stellt sich hier die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung der Kölner Ringe. Ist es möglich, die Kölner Ringe zumindest in Teilen autofrei zu gestalten? Bei einer anzunehmenden Verkehrsreduzierung des MIV wäre das möglich. Dafür würde sich besonders der belebte Bereich am Abschnitt Hohenstaufenring für eine autofreie Gestaltung anbieten. Wir laden Sie ein, auch die verbleibenden Abschnitte der Kölner Ringe anzusehen, für die eine ähnliche Bearbeitung erfolgte. Zudem finden Sie in der Ausstellung Broschüren mit der Gesamtdokumentation unserer Studienarbeit. Die Reise entlang der Kölner Ringe reicht viele Jahrzehnte zurück. Der Zeitstrahl und die historischen Stadtpläne geben einen Einblick in die einzelnen Entwicklungsphasen der Ringe. Ergänzend dazu zeigen Entwürfe und Planungen die Entwicklung bestimmter Abschnitte. In der Vitrine sind einige Relikte der alten Kölner Ringe zu sehen. Nach dem Umbau der Bereiche an den Kreuzungen im Sinne einer fahrradgerechten Verkehrsführung gab es einige Überbleibsel.
Der wertvolle Marmor und der für die Ringe charakteristische Ziegel zeigen den Anfang einer weiteren Entwicklungsphase an den Kölner Ring. Die Initiative Ring frei in Person von Reinhold Goss war von Beginn an stetige Begleiterin des Moduls Öffentlicher Raum und Mitinitiatorin dieser Ausstellung. Durch ihr Engagement bricht auf den Kölner Ringen ein neues Zeitalter an, nämlich das Zeitalter der Fahrradmobilität. Hier gibt Ring frei einen Einblick in ihre Arbeit und in die Entwicklung der Initiative. In der Sitzecke gibt es die Möglichkeit, sich Broschüren, Flyer und Artikel zu den Kölner Ringen anzuschauen und eine Klanginstallation auf sich wirken zu lassen. Felix Eichert und Henning Schmitz haben eine Aufnahme der verschiedensten Alltagsgeräusche entlang der Kölner Ringe gemacht und uns zur Verfügung gestellt. Zurück in der heutigen Zeit können wir einen Blick auf die aktuellen Planungen und Beschlüsse werfen, die die Ringe betreffen. Diese haben wir für Teilbereiche einmal mit den historischen Planungen, aber auch mit unseren Konzeptideen gegenübergestellt. Zum Abschluss möchten wir nochmal alle BesucherInnen bitten, ihre Erlebnisse und Geschichten zu den Kölner Ringen zu teilen. Wie stellen Sie sich die Kölner Ringe in 10 Jahren vor? Wo ist Ihr Lieblingsort? Und konnten wir Ihre Wahrnehmung zu den Kölner Ringen verändern? Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldung. Zu der Ausstellung wird es auch noch ein Begleitprogramm geben. Im Mai eine Online-Veranstaltung im HDAK und im Juni werden Radtouren entlang der Kölner Ringe angeboten. Genauere Informationen sind auf unserer Internetseite verfügbar. Wir freuen uns, Sie in der Ausstellung oder vielleicht im Rahmen einer unserer Veranstaltungen persönlich kennenlernen zu dürfen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken der Kölner Ringe, 7 Kilometer neu gedacht.